Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Ja, weiter geht es mit Stackzell. 29. Herbst, wir sind hier oben auf dem Dach. So, gucken wir mal, was ansteht. Einmal hier runter. Na, Rocky, da bist du ja. Moin, Bonnie. Habt ihr Futter? Futter habt ihr, das ist gut. Du arbeitest brav weiter. Stimmt, wir waren letztens ja Holzhacken gewesen. Einmal Holzhocken, ne? So, ihr habt kein Futter mehr, so richtig. Na, ja, Controller muss ich hier wieder erstmal einarbeiten. So. Und platzieren. Wir müssen auf alle Fälle Hühnerfutter holen. Das machen wir jetzt mal. Viel ist nicht mehr. An diesem verregneten Herbsttag. So, moin. Life is life. Ich hätte gern Hühnerfutter. Hier. 1, 2, 3, 4, 5 und so. Dann sind die Hühner wenigstens versorgt. Dann muss ich mal gucken. Ich glaube, das ging hier bis zum 30. Ne? Dieses Inselportale, ich glaube. Mal gucken, ob wir da morgen nochmal hingehen. Na. Der Controller will irgendwie nicht so. Aber jetzt haben wir erstmal mehr Futter. Gucken wir hier, wie sieht's bei der Ernte aus? Die Samen wachsen. Bitte was? Alles klar, gut. Klingt out of context nicht falsch. Oh, ich glaube, der Baum wächst auch endlich mal. Ja! Wunderbar. Also, wir können reingehen, eigentlich schlafen. Apropos, wo ist Snoo eigentlich? Snoo? Ja, gut. Über dem Backofen beim Regal steht er. Alle klar, gut. Wir gehen fetten. Tipp mir hier Gras oder Blumen, um gemischte Samen zu halten. Bitte was? So, drücke A zum Fortfahren. Ah, Snoo ist jetzt bei uns, okay. Moin, moin. Oh, ho, ho, ho. Wir brauchen dringend mal Futter. Let's go. Da wird mal wieder aufgefüllt. Einmal hier, einmal da, da wieder aufgefüllt. Tralalala. So. Na. Controller möchte noch nicht. Das merkt man. So, okay. Okay, wir müssen gleich gießen. Holz. Ist fertig. Wird verarbeitet zum edlen Boholz. Bist du reif? Nein. Okay. Gut, dann gehen wir hin. Hole mal unsere prächtige Gießkanne raus. Und dann. Bitteschön. Ist das Feld bewässert? Ach ja, die Eier müssen wir wieder einsammeln. Das hört sich wieder bisschen falsch an. Hier ist noch ein Ei. Hier die Mitte nicht vergessen. Der wächst prächtig. Jetzt gucken wir mal hier. Manchmal halten die sie ja auch hier auf. Oh, ja, nice. Und hier ist schon wieder eine Wildbeere. Alle klar. Schön, dass der Baum endlich wächst. Ich freue mich. So, okay. Die Eier werden wir mal verarbeiten. Da war gerade noch ein Ei gewesen. So. Ach, die Eier sind schon da. Dann verarbeiten wir mal. Na, Rocky? Einmal streicheln, damit es dir gut geht. Weiter geht's mit dem Verarbeiten. Natürlich schön mit dem Holzlöffel. Einmal pürieren oder umrühren. Na? Nee, dich werde ich nicht kauen, Rocky. Chinesisch gibt's nicht. Entschuldigung. Ich weiß, der ist böse. Nein. Hunde gehören nicht auf den Grill. Hunde gehören aufs Bett zum Kuscheln. Ich war ja selbst mal Hundebesitzer. Bis er leider
der Arme von uns ging. Deswegen habe ich Rocky ja auch bei einer Folge ja bewusst hier ins Spiel verewigt. In Gedenken an meinen lieben Rocky. So, dann wollen wir die Eier verkaufen. Aber ich sag ganz ehrlich, nicht nur Hunde, auch Katzen gehören ja um Grill. Katzen hat man auch lieb zu haben und zu respektieren. So, damit ist wieder 1000. Und Dowie, was bist du hier? Minimalistischer Beistelltisch. Tisch mit Ü, okay. Samen bräuchte ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ein Typ, der sagt, er keine Samen braucht. So, Huhnhahn. Okay, ist kein Schwein in der Kiste. Oder so. Ich glaube, das wäre eh zu teuer. Halt. Hier. 10.000. Na gut, okay, das wird, glaube ich, in diesem Projekt nichts mehr mit dem Schwein. Warte mal, habe ich überhaupt noch Holz, bevor ich jetzt. Ja, doch, ich habe da noch 100 Holz. Brauche doch ein extra Holz holen. Nochmal verarbeiten wir das erstmal. Muss ich doch nicht extra Holz, dann können wir das Geld immer ein bisschen hier ansparen. Minchenskind. Lappi, nicht immer verbraten, nur mal ausgeben, ne? So, die Frage ist: Dach? Oder noch eine Reihe hoch? Machen wir jetzt den Knopf gedrückt, wollte den hier so. Und zwar. Würde ich sagen, wir machen die Reihe hoch und dann als Dach. Die Aufnahmesession übrigens wird tatsächlich hupala, nicht so lang gehen, weil noch ein Termin ist. Deswegen muss ich mich auch ein bisschen beeilen. Weil leider kam ich nicht eher zum Aufnehmen aufgrund gewisser Umstände. Aber muss halt alles gemacht werden. Ne? Von alleine geht es halt leider nicht. Wir stellen mal hier rauf. Und ziehen das mal hier rüber. Wunderbar. Yeah. So. Warum geht er von alleine hoch? Hilfe? Was war das denn gerade? Er geht einfach von alleine hoch. Mit dem rechten Knauf. Das war gerade ein bisschen weird. Okay. Gut. Lass ihn mal so stehen. So. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. So, jetzt müssen wir gucken. Ich mache mal so. Jumpe rauf. Mache hier, hier, hier. Und da ich ja hier noch oben stehe. Na, so, so. Mach gleich hier drüben auch mal. Dann kann ich das wenigstens danach wieder abbauen. Zack, zack. Dann haben wir die Ecken wenigstens. Wunderbar. Na, so. Und so. Wunderbar. Das sieht doch gut aus. Jetzt ziehen wir das mal hier rüber und dann. Hoppala, da war Doppelklick. Der hat mir geholfen diesmal. War ich ein bisschen zu vorschnell. Wunderbaro. So. Aber man merkt, die Range ist auch so weit. Das ist Wahnsinn. Ja. Der Doppelklick kam mir nicht zugute. So, weg damit. Die Frage ist ja, was ist denn zurzeit mit dem HSV los? Gegen die Tabellenkinder da unten? Also die letzten verlieren sie ja sehr gerne. Elversberg, bestes Beispiel. Jetzt gegen Osnabrück. Also irgendwie, lieber HSV, ich hoffe gegen Düsseldorf, gegen den noch Tabellenführer. Oder Tabellenersten, sagen wir mal. Weil Führer hört sich schon wieder zweideutig böse an. Das ist, da muss ja wieder gegen Düsseldorf eine ordentlich starke Leistung her. Das wird schwierig. So, und jetzt muss das noch zu. Wunderbar. Aber ich glaube, wir brauchen trotzdem nochmal Holz.
So, jetzt heißt es hier rüber. Das Dach ziehen. Und auf alle Fälle müssen wir gucken, wir brauchen noch Stützpfeiler wahrscheinlich, weil das wird wahrscheinlich bis hinten nicht gehen. Weil das Dach muss ja auch halten, ne? Das braucht schon eine gute Stütze. Wunderbar. 3, 2, 1. So. Dann ist das erstmal hier das Grunddingens. So, wie viel haben wir eigentlich hier rechts und links Abstand? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sag bitte nicht, dass er wieder unsymmetrisch ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 10. Ah, shit. Das ist nicht ganz mittig. Das ist nicht ganz mittig. Das heißt, die Tür müsste nur eine nach da. Dann wäre es mittig. Ja, komm. Dann machen wir mal 1, 2, 3, Tür. Ich hoffe, der hat die Tür jetzt hier gemacht. Nein, das hat er natürlich nicht. Weil, warum auch? So. Wo ist die Tür? Wo hat er die Tür gemacht? Da hat er die Tür gemacht. So, jetzt zählen wir lieber nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 7. Ach ja, weil ich die Dings da. Das war ja die Dings gewesen. Aber jetzt ist die an sich auch mittig. Houston, we have a problem now. Shit. Warte mal, dann machen wir. Die Mitte ist hier. Ungefähr hier so. Das werde ich aber nochmal abzählen. Dann würden da die Pfeiler hinkommen. Ich lasse die Tür jetzt aber so. Ich werde die jetzt nicht nochmal zurück verschieben. Ich würde aber sagen, wir gehen am letzten Herbsttag nochmal hier rein. Wird nochmal ganz wenig Holz fahren. Ganz wenig ist gut. Hier zum Beispiel so ein großer Baum würde mir ja schon reichen. Jawohl. Wunderbar. Ich sammle das hier schon mal ein bisschen so auf. Schön. Zack. 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 Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Ich hier noch irgendwas? Nö. Gucken, haben wir irgendwo noch einen kleinen Baum, aber ohne, dass ich mich hier die Schlucht runterjage. Da drüben, da muss ich rüberjumpen. Jawohl. So schnell hier rauf. Jawohl, 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 jawohl. Nichts runtergeflogen. Komme ich da wieder heile zurück. Das wird eng. Ich muss die niedrigste Stufe nehmen. Nein! Okay, wir werden jetzt zurückgeladen. Schade. Sehen wir auch mal das, was Zocker mal durchlebt hat. Weil der ist ja auch mal runtergefallen. Ah, dann werden wir hier gespawnt. Okay, haben wir wieder das Holz noch? Ja, das Holz haben wir und das reicht. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr über das Portal gehen. Die Palme wächst. Die Prachtpalme wächst. So. Wunderbar. Schade. Ah, schade mit E. So. Dann packen wir das Holz mal hier auf. Verarbeiten das. Wer wartet hier auf mich? Ach, Snoo! Gucken wir mal kurz im Kalender. Ja, morgen ist der Winter. Nice. So. Mal hier kurz gucken. Hier noch irgendwas los. Nö, alles schickimicki, alles IO. Wunderbar, so soll es sein. Gucken wir mal kurz hier rüber.
Na gut, das Bett habe ich jetzt hier nicht geschaut, aber hier an sich Stuhltisch. Hier wäre das Bett, aber Traktorbett werde ich jetzt glaube ich nie mehr schaffen. Die Trennwand ist fertig. Genau, und hier war ja das einfache Bett gewesen. Okay, sie wollte einen Pilz dabei haben zum Einziehen. Okay. Gut. Ich würde noch mal kurz in die Stadt gehen wollen. Hier gibt es noch mal ganz kleine Aufträge, die man so noch schnell machen kann. Da hinten ist Rosi. Rosi, bleib stehen! Sie ziehen aus dem Weg. Rosi, bleib hier. Auftrag. Wenn du Tiere an einen Ort bringen möchtest, kannst du Fangkisten bauen. Ja, das weiß ich. Blaupause. Okay, das weiß ich. Farmfan, vielleicht hast du für mich noch einen Auftrag. Lappadia. Anscheinend hast du ein paar interessante Daten vollbracht. Hier ist ein Geschenk der Stadt, um den Anlass zu feiern. Zitronenbaumsaft und Milchmannhut. Okay, vergiss nicht, mich nächstes Mal wieder zu besuchen. Ja, ich bin auch noch hier. Quatsch los. Lappadia, wie geht's? Bist du wohl auf? Sonst würde ich nicht stehen. Also, vor ihr stehen, in Real Life stehen, ja. Höchstens mit dem Rollstuhl stehen, ja, in Real Life, ja. Gut, anyway. Maximilian, hast du noch eine Aufgabe? Ich hoffe, du bist noch im Rathaus. Wenn nicht, besuche ich dich zu Hause. Moin. Ich komme unangemeldet. Der ist nicht mehr da. Die Tür mal durchchecken. Nö. Ich werde mal ganz kurz das mal so machen. So, dann besuche ich ihn mal kurz zu Hause. Und danach geht's pennen. Maximilian! Bist du hier? Oder oben vielleicht? Ja, da ist er. Moin! Bist du denn mal zu Hause? Hi. Ich sollte vielleicht anfangen, Ziziles Arbeit einzuschränken. Mir sind einige ziemlich besorgniserregende Gerüchte über diese Experimente zu Ohren gekommen. Wir können nun wirklich keine Bande um sie wütender Roboter gebrauchen. Wie viel Schadenersatz dafür die Stadt anfällt, ist unschuldbar. Okay, gibt keine Aufgabe. Heißt nach Hause. Erstmal die Treppe runterspringen. Einmal über den Tisch und let's go ab nach Hause. Wunderbar. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.